Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon die gelbe Pika Edition. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal in dieser Stadt ein bisschen um und lernen die Leute ein bisschen kennen. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen jedoch nur ein kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Das stimmt allerdings. Der Junge hat in der Schule aufgepasst. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte EP. Psst, weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Psst. Ja. Stimmt, es ist harte Arbeit. Marmoria City, die steingraue Stadt. Achtung, liebe haben Pokémon Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienstliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Warst du schon im Museum? Nein. Wirklich nicht, es ist aber einen Besuch wert. Ist okay. Es ist gleich da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Marmoria City Wissenschaftsmuseum. Ach, da war noch ein Haus. Ja, waren die Fossilien von Mondberg nicht einmalig? Ja, auf jeden Fall. Nidoran sitzt. Ah ja. Unser Pokémon ist ein Außenseiter. Deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einen Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Wenn man seine Pokémon eifrig trainiert, könnten selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 gekostet. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Nö, ich glaube nicht. Zumindest noch nicht. Arena gehen wir noch nicht, weil wir wissen, dass wir da keine Chance haben. Vom Pummel losgesaugt werden. Pokémon ganz müde. Ich auch.
Was? Oh, ich bin eingeschlafen. Pokémon Center sind echt klasse. Dort können sie deine Pokémon komplett heilen. Sie können sogar schwerwiegende Dinge wie etwa Vergiftungen heilen. Pikachu? Excusius, wenn man wieder nur pennt. Was? Die Wolke befindet sich auf dem Mondberg. Das muss ich sofort melden. Verschwinde. Fabelclub brauchen wir nicht. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles soweit gesehen eigentlich. Dann können wir jetzt noch ein bisschen trainieren. Los Excursions. Donnerstag. Also mein Plan ist es ja, wie gesagt, meine Pokémon auf Level 15 beide zu droppen, damit ich die Arena mit Leichtigkeit schaffen kann. Heißt also, die erste Zeit wird nur gelevelt, Freunde. Leider nur Level 4. Hättest du Level 7, 8 gehabt, dann hätte ich es mitgenommen. Egal, ein Ratzbart. Ach, was mache ich denn? Donnerwelle doch nicht. Donnerschock. Ach man.
einige mich auf Level 13, habe ich so das Gefühl. Man merkt, die Level 12 schafft er aber schon noch, oder? Das Dumme ist halt, dass ich keine IP-Anzeige sehe. Jetzt endlich fertig mit Level Dingens. Level 12. Und jetzt machen wir mal mit ihm hier weiter. Der ist ja, glaube ich, gerade mal Level 9. Eddie.